Einen schönen guten Tag, grüß Gott. Ja, meine Herrschaften, bitte, wenn Sie den Ausweis bereithalten. Ja, ja, ich weiß auch, wir sind ein grenzenloses Europa. Ja, 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 deshalb wird ja nur mehr gelegentlich kontrolliert, stichprobenartig sozusagen. Ja, ist eine reine Routinearbeit. Also bitte nicht drängen, der Nächste bitte. Ja, nein, nicht den Pass, wenn Sie mir bitte die Chipkarte geben. Na, die neue Chipkarte, ja, die stecke ich jetzt rein in meinen Computer. So, Herr Maschanska-Paul, geboren 1947, 1,77, 82 Kilo, Haarfarbe braun. Sollten es gelegentlich ändern, weil bei der Glotzen kann man immer von einer Haarfarbe reden, ja? Ah, da wird es jetzt interessant. Sie schulden dem österreichischen Staat 400 Schilling. Na, was heißt das stimmt? Denn freilich stimmt. Ein Strafmandat, Herr Maschanska. Wahrscheinlich haben Sie es zerrissen und versuchen nun durch Flucht über die Grenze der Zahlung zu entgehen. Nein, 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 bitte. Genau vor 2 Monaten in der Breitenfurterstraße steht alles da wegen Schnellfahrens. Nein, nein, das ist ein Delikt, lieber Herr. Ach so, Sie haben Ihre Frau ins Krankenhaus gebracht, weil sie ein Kind gekriegt hat? Interessant, ja. Eine Frau war auch in Ihrem Wagen, ja. Helene Siebenpunkt, Kosmetikerin. Hat an der Mautstelle Krumm Nussbaum mit ihrer Karte bezahlt, aber im Hotel Waldesruh, wo sie hingebracht haben, haben dann Sie wieder gezahlt. Mit Eurocard, Doppelzimmer, Frizzante Austern. Schauen wir uns ein bisschen genauer an. Natürlich, bei der Steuer als Geschäftsessen verbucht. Na, da können Sie sich schon auf einen Besuch vom Finanzamt freuen, Herr Maschanska, ja. Na, ist ja wirklich kühn. Bitte wollen Sie vielleicht die Arztrechnung für Ihre Geliebte auch noch von der Steuer absetzen? Was hast du aus der Luft gegriffen, bitte? Wenn Sie Herpes haben, wird sie auch bald Herpes haben, ne? Jetzt hören Sie auf, mit Händen und Füßen herumzufuchteln, Herrn. Sie wissen schon, den Schaum ab vom Mund. Ist ja ekelig, wie Sie ausschauen. Wir wissen ohnehin, dass Sie empfindlich sind, ne? Sonst wären Sie nicht in psychiatrischer Behandlung. Alles gespeichert, der Computer irrt sich nie, bitte, ja? Also schauen Sie, jetzt zahlen Sie ja Straf, dann kann ich eintippen, es besteht keine Fluchtgefahr mehr und Sie können weiterfahren, nach München zum Oktoberfest. Obwohl Ihre Leberwerte, na gut, geht mir nichts an, ja, aber... Sie zahlen einfach, nein, bitte, nicht mit Kreditkarte, nicht? Weil Kreditkarte wird übermorgen gesperrt, ja, ja. Na bitte, wie Sie mit Geld umeinander haben, dann lade die Rechnung von Beate Use versandt, hören Sie was... Check, Konto ist leer, Haus mit Hypotheken belastet, Lebensversicherung verpfändet. Jetzt werden Sie ein Rabiat, bitte, es ist uns ohnehin bekannt, ja, dass Sie zur Gewalttätigkeit neigen. Und ob 1961 haben Sie Tomaten auf den Schaf von Persien geworfen. Politische Verbrechen werden nie gelöscht. Na, geht's du ins Weiter, die paar Schilling werden Sie dann noch haben, bitte. Ne? Da, also, Gebetchen, ne? Da können Sie weiterfahren nach Deutschland. Was? Moment, Moment. Ich lasse Ihnen ja gar nicht rein, bitte. Sie sind Mitglied der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Was heißt, Sie waren noch nie bei einer Arbeiterpartei, bitte? Der Computer irrt sich nie, steht ja da. Sie haben im August ein Lager der PKK besucht. Was? Ehrlich? FKK soll das heißen? Ja, der Computer kann nichts dafür, das ist ein intelligentes Lebewesen, nicht? Aber kann schon sein, nicht? Der Buchstabe, das, die Teilzeitkräfte, die das eintippen, gell? Mein Gott, nein, das sind ja teilweise Langzeitarbeitslose aus dem Braunkohlenberg, die dann in 3 Wochen von der Wifi umgeschult werden auf Computergenie. Ich sage Ihnen, was wir schon gelacht haben, bitte, über diesen Computer, nicht? Naja, da sind ja Sie als Kurde noch gut dran, nicht? FKK. Das lassen Sie aber schnell korrigieren, ja? In Wien beim Zentralcomputer. Na, einfach ist es nicht, nein, nein. Aber die machen eher Leibesvisitation, nicht? Und wenn sie nahtlos braun sind, erhöht das ihre Glaubwürdigkeit. Und dann fahren sie gleich in die Türkei, weil in Istanbul müssen sie das auch ändern lassen. Na klar, haben wir die Information weitergegeben. Nein, nicht. Sie bringen was durcheinander. Datenschutz ist nicht dasselbe wie internationaler Informationsaustausch, ja? Das ist ein ganz anderer Kaffee. Aber nicht, dass wir nur alles gestehen da unten, ja? Naja, nein, nein, ich kenne das. Die Leute verlieren dann oft die Fassung, wenn sie ein bisschen gefoltert werden. Und wir stehen dann blöd da, wenn sie sich als kurdischer Redelsführer entpuppen und wir haben sie bloß als Notist in der Kartei, ne? Ja, sechs als Recht, Bargeld, 400 Schilling. So viel Strafen, da 87 Schilling kriege ich dann noch für die Videokassetten. Ja, das war schließlich Ihr Auftritt, bitte, ja? Ja. Ich weiß nicht, was wir da aufgezeichnet haben. Verdächtige Personen werden immer aufgezeichnet. Regen Sie sich nicht auf, jede Person ist verdächtig. Es passiert ja nichts. Es wird jetzt ins Internet eingespeist und wenn Ihnen irgendwo wer identifiziert oder sowas, dann gehen Sie ins Archiv. Ne? Dieses Material ist ausschließlich hochqualifizierten Beamten zugänglich. Ja, nur im Falle einer Fahndung geben wir es auch ans Fernsehen weiter. Ne? Also einen schönen Tag wünsche ich noch. Dann nächste, bitte. Musik.
Also wir leben ja in einer Zeit des Umbruches. Nicht? Bis vor kurzem hat man ja noch gehofft, dass irgendein Messias kommt und diese Welt retten wird. Nicht? Und heute erwarten das alle von Bill Gates. Es ist ja kein Wunder, dass uns alle Spitzenpolitiker die Hochtechnologie anpreisen. Nicht? Dabei sind die meisten von ihnen eh schon beim Kaffeeautomaten überfordert. Aber gerade weil sie nichts vom Computer verstehen, glauben sie, das muss etwas Intelligentes sein. Jeder einzelne von ihnen hat uns schon gesagt, Österreich darf den Anschluss an die Zukunft nicht verlieren. Wir brauchen die Datenautobahn. Naja, na, hoffentlich schaut es nicht so aus wie die übrigen Autobahnen. Es ist ja geradezu gespenstisch, wie der Fortschritt bei uns grassiert. Die ÖVP, also eine Partei, mit der man das Wort Fortschritt ja nicht immer im Zusammenhang gebracht hat, die ÖVP ist unter Umgehung der Gegenwart voll in die Zukunft eingestiegen. Ja, die ÖVP ist seit kurzem weltweit über Internet abrufbar. Und darum frage ich mich, wo in der Galaxis gibt es irgendjemand, der die ÖVP abrufen will? Weil, wenn der liebe Gott die ÖVP abberufen will, braucht er kein Internet. Ne? Der Branitzke, der auch keins braucht, wer den Job abberufen hat. Ne? Aber die ÖVP hat damit einen ganz wichtigen Schritt getan, um einen Bedarf zu decken, der auch in Zukunft nicht vorhanden sein wird. Natürlich wird irgendwann die SPÖ einmal nachziehen und dann sitzt irgend so ein Computerfreak in Castrop-Rauxel und surft durchs Internet und der will halt nicht immer nur den Höchtel sehen. Nicht? Dann wird er fragen, wo ist der Job? Nicht? Wieso kriege ich nicht den Job? Wo ist der Job? Hat es den Job je gegeben? Nicht? Und da muss ich nur die EU beschäftigen, nicht mit seinem Gehalt, sondern überhaupt. Das ist ja der Pferdefuß der Informationsgesellschaft, dass jede noch so unwichtige Information eine noch viel unwichtigere nach sich zieht. Es gibt nur mehr Daten und keine Wertung mehr. Der erhabenste Gedanke steht gleichwertig neben dem kleinsten Furz. Und nachdem es bekanntlich wesentlich weniger erhabene Gedanken gibt, stinkt das ganze System. Ne? Aber abgesehen vom Geruch, wem nützt es denn? Früher hat man in der Zeit im Bild, hat man zugeschaut, hat man sich hingesetzt und hat erfahren, was sieht, dass es am Flughafen von Kirkenes einen Rentierverscheucher gibt. Nicht? Das war unterhaltsam, nicht? Weil die österreichische Informationssendung ist ja in erster Linie da, um zu unterhalten. Und das war lustig, hat man sich gefreut und hat man gesehen, mit dem Stecken rennen. Nicht? Heute können Sie über das Internet erfahren, wie alt er ist, was er für Schurkeres hat und wann er Mittagspause macht. Nicht? Was ja in Wirklichkeit nur für die Rentiere interessant ist. Nicht? Und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die sagen, durch die Information beginnt für uns das goldene Zeitalter. Und vor allem die Politiker und die Fachleute, andere Fachleute. Der Ausbau der Datenautobahn soll angeblich in Deutschland 5 Millionen Arbeitsplätze bringen, hat der Institut für deutsche Wirtschaft errechnet. Das erinnert mich an die Berechnungen von unserem Bundeskanzler, der vor der EU gesagt hat, in der EU werden wir 30.000 neue Arbeitsplätze bekommen. Und jetzt haben wir ein paar tausend Arbeitslose mehr, aber gut, der Branitzky ist Bundeskanzler und nicht Institutleiter für irgendwelche Berechnungen. Nur eines ist sicher, diese neue Technik schafft keine Arbeitsplätze, sondern vernichtet welche. Dazu ist sie ja da, diese neue Technik. Und dazu wird ja auch so unglaublich viel Geld in sie investiert. Nur die Wirtschaft gibt es nicht zu, nicht? Und die Gewerkschaftspräsidenten, die noch immer glauben, weniger Arbeit bei mehr Lohn, führt uns alle aus der Krise, haben sowieso jeden Bezug zur Realität verloren. Der Mensch zählt immer weniger, der Computer immer mehr. Ich hoffe nur, dass es bald einen Computer gibt, der auch Steuern zahlen kann. Ja, da muss man immer noch auf den guten alten Menschen zurückgreifen. Alles andere kann ja der Computer. Nicht? Also zukünftig wird es im Haushalt nur noch ein einziges Gerät geben,
was alle anderen ersetzt, ein Knopfdruck und alles rennt, nicht? Vom Fernseher über den Eierkocher bis zur Zentralheizung. Natürlich, wenn bei diesem Gerät dann eine Schraube locker ist, und ich versichere Ihnen, die Erzeuger dieses Gerätes haben eine Schraube eingebaut, die 20 Minuten nach Ablauf der Garantie sicher locker wird. Dann ist die Zentralheizung kalt, der Kühlschrank ist warm, Fax und Fernsehen sind fix und fertig und wir sitzen frierend im Dunkeln, wie unsere Urahnen der Steinzeit. Nur, dass wir in der Zwischenzeit verlernt haben, wie man mit zwei Hölzeln Feuer macht. Das ist Fortschritt. Und trotzdem, Sie werden sehen, unsere Politiker werden weiter stark machen für Hochtechnologie, Datenautobahn, internationale Vernetzung. Das Ziel ist klar, die totale Überwachung des Individuums. Weil der Trick dabei ist, unsere Politiker sitzen ja dann oben und wir sitzen unten. Und wenn uns auch das Wasser bis zum Hals steht, der große Bruder wird sich nie die Füße nass machen.